So, da sind wir auch schon wieder zurück mit einer kleinen Info. Nämlich, wir haben jetzt diese Alien-Artefakte im Spiel drin. Ich zeige dir doch gleich, wo ich hier diese vier Alien-Artefakte gefunden habe. Ich habe mir einfach gedacht, komm, ich habe selber noch keine Ahnung, was man damit machen muss, weil die wurden jetzt neu ins Spiel eingefügt. Ich habe die gefunden am Wächterturm bei Sweetie Sands, was er jetzt irgendwie anders heißt. Wir gucken jetzt mal gerade an, wie wir das Ganze hier einlösen können. Warte mal, wir müssen dann auf den Battle Pass dahin. Und hier kann man diese jetzt einsetzen. Ihr seht es oben rechts. Ich habe jetzt vier Stück. Ich kann mir jetzt quasi den hier kaufen oder den so kaufen. Ist schon nice gemacht. Also, ja, warte mal. Dann muss ich so. Vier Stück habe ich. Also, ich könnte ihn jetzt so umwandeln oder mir die Augenfarbe ändern. Ist schon nice gemacht. Also, da gibt es einiges mit zu tun. Ich wollte schon einfach nur mal zeigen, was man jetzt alles so machen kann mit diesen Artefakten. Und damit kann man auf jeden Fall eine Menge anstellen. Und ich bin mal gespannt, wo die alle zu finden sind. Also ich habe sie definitiv. Ich zeige es euch auch nochmal auf der Map. Warte mal, komme ich so auf die Map drauf? Zack, zack. Ja, da sind wir. Also hier ist ja der Wächterturm bei Believer Beach. Und da an dem Aufstieg, da habe ich die ersten gefunden. Mal gucken, wo die anderen so versteckt sind. Ich bin schon überlegen, ob ich nicht so machen soll, dass ich immer ein Video darüber mache, wo wir die finden können. Weil ich glaube, das wird nicht so einfach sein, alle auf der Map zu finden. Und in dem Sinne, auf jeden Fall euch viel Spaß beim Sammeln. Ich habe jetzt halt die ersten vier. Mal gucken, ob ich meinen Skin schon ändere. Und in dem Sinne natürlich gerne ein Like da lassen. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne, euch auf jeden Fall viel Spaß noch mit der neuen Season und haut rein.